und mit der Musik von Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, melde ich mich zurück und wir spielen zu Hause gegen die Kölner Haie. Ah, ich wollte ja vorher was gucken. Ah! Statistik. So, Iserlohn immer noch Erster. Köln Vierter. Naja, holen wir uns die nächste Niederlage ab. Zehnter. Naja. Hannover nach wie vor Letzter. Gut. Okay. Huch. Nein, falsch. So, wollte ich sagen. Genau. So. Everybody, along with Bill Clement, I'm Gary Thorne, ready for some hockey? Well, here we go. And tonight, we'll have this one between DEG Metro Stars and Kölner Haie. Not often, Bill, we get to see a game where both teams are caught. Und ich hoffe, mit dem ersten Bulli gewinnen, jawohl, starten wir in das Match. Uch, wo sollte der Pass denn hingehen? Okay, das Spiel wird richtig munter. Oh, sogar das zweite Bulli gewonnen. Wow. Ach so, der wurde abgefälscht von Collins. Ich wollte gerade sagen, Holland hat doch das Tor gemacht, aber der wurde ja abgefälscht. Uiuiuiuiuiui. Das Spiel ist ja richtig munter, mein lieber Schwan. Over 4 minutes gone here in the first. Collins has put the difference on the board so far in this game. One scoring opportunity denied with that glove. Von wem ist denn da der Schläger kaputt gegangen? Schönes Tor. Nein. Ach, schade. So war der eigentlich nicht gedacht. Und? Ach, Mann. Kotschin. Ach, Mann. Da sollte der doch gar nicht hin, Mann.
Ja, so kann es natürlich auch gehen. Im Moment schlage ich mich ja ganz gut. Under 9 minutes left here in the first period. The Metro Stars lead 1-0. So. Ah. Mist, verdammter. So, auf geht's auf ein neues. Schade. Hä? Huch. Das war jetzt eine Verwechslung. Collins. Mann. Nix da. Schönobbe. Huch. Wo ist er denn? Was sollte das denn jetzt? Gibt's doch nicht. Ey, die Schiris bei FIFA, bei NHL 11 sind für einen Arsch. Schön! Jawohl! Kurz vor Ende! Geil! Jason Holland! Ein Tor, ein Assist! Und vier Tore schon! Tor! Ja, erste Drittel vorbei und es steht gegen Köln 2-1. Obwohl ich sagen muss, das eine Tor von Köln war kein Tor. War kein Tor, also muss ich ganz ehrlich sagen, ne. Hat die meisten Torchancen, ja, ne, ist klar. Ja, weil die vier Schüsse abgegeben habe und ich habe nur drei. Aber von drei Schüssen sind zwei reingegangen, also. Uiuiuiui. Ach, wohin? So, Collins. Mist, verdammter. Schön, aber... So,
auf ein neues... Ach, schade. Nix da, nix da, nix da. So, auf zu Reed. Ah, super. Ich sage euch, die Schiris hier bei NHL 11 sind für den Arsch. Weil die so viel durchgehen lassen. Schön, jawohl! 3-1, Evan Kaufmann. Ich glaube, sein erstes Tor. Ja, und sein erstes Tor. Und es steht 3-1. Oh nein. Aber eine Zwei-Tore-Führung ist im normalen Eishockey nix. Over 8 minutes left, second period of action. The Metro Stars lead extended now to a differential of 2. Be careful, you don't move that. There's a point man looking for a little room. Wrist shot. Good chance in tight. Great use of the glove right there. What a save. Puck move back up to the point. Able to control that right at the point. Boy, that hurts. You get the puck where you want it for the shot, and then, Gary, the great scorers have told us both, they don't always pick a spot, they just shoot for the net. Geh mir mal von den Hacken weg! Here's a two-on-one. Oh! He gets that one back on the stick after knocking it down. Wrist shot on. What war das denn? Marko Novak ohne Assist, geil. So. Und wieder Angriff. Wäre ja auch zu viel verlangt. Naja, 4-1, also damit kann ich leben. Was habe ich denn gemacht? Ich habe den ein bisschen gegen die Wand gedrückt. Colmes going on the power play, first opportunity of the game. Second period closing in on the buzzer. Joseph to Kurtzman for boarding. Time of the penalty. 19 minutes. 2-on-2 on the rush. Ja, natürlich. Und dafür gibt's keine Strafe, oder wie sehe ich das? Able to pick that puck up and able to control it. Up the wing he comes. Good pass to Collins. Oh, Collins, Collins. Ah, schade. Worse without him.
Ach, schade. Jo, zweite Drittel vorbei und es steht sage und schreibe 4-1. Oder eher gesagt 4-1. Wir spielen jetzt zu Hause. Ah, da waren schon ein paar geile Dinger dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Latte. Verteilt in der Angriffszone gerne Pässe, tue ich gerne. Ja, das stimmt. Oh, auf geht's ins letzte Drittel. So. Ach, schade. Oh. Naja. Nee, das war mir jetzt doch ein bisschen zu riskant. Oh, Colin! Ah! Oh, Schiri, verpiss dich mal! Brauchst du nicht zu sehen. Boah, ob er bleibt im Tor, verdammt. Mist, verdammt. Oh. Verdammt, war das knapp. Mann, 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 Mann. Opportunity on that move. In the slot, look out. Schön. Through center ice into the net. Huch, scheiße. Das war ja nix. Dies war ja gar nix. Oh, Bazzani ist ein Tor. Na ganz toll. Ich glaube, Schlägereien kann ich euch erst bieten, wenn ich NHL 12 starte. Bis dahin gibt es bestimmt schon NHL 13. Huch! Lauf doch mal einer mit! Ne, 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 ne.
Ah! Aber es wird ja auch noch definitiv FIFA 11 und FIFA 12 kommen. Definitiv. Worauf ich mich persönlich ja auch schon freue. So. Ah! Shitting! Lass mich in Ruhe! Na komm, ich bin bereit. Ah. Nix da. Nix da, hab ich gesagt. So, nun aber. Ey, das war Beinstellen. Oh, 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 nein, 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 nein. Schön, aber super. Ich glaube, das sind wohl 3 Punkte für mich. Ach, schade. Ist der geflogen, ey. Ah, super. Jo, 4-1 gewonnen. Schön. Und das gegen Köln, freue ich mich. Ja! Na bitte, wer sagt's denn? Ich kann sogar gegen Köln gewinnen. Oh, von den Schüssen her sind wir ziemlich gleich. Ich habe einen Check mehr als die. Hab 5 Bullies mehr gewonnen. In der Offensive war ich öfters und ich habe eine Strafe mit. Köln natürlich keine. Ist ja Computer. Ja, so kann es auch weitergehen. Und das nächste Spiel ist gegen Hamburg. Und das in Hamburg. So, wo stehen wir denn?
unter den ersten 8 immer noch nicht. 9. sind wir jetzt. Aber punktgleich mit Berlin. Wo haben wir denn? Hamburg, 13. Sollte man schaffen. Sollte man schaffen. So, ob ich heute noch eins mache, weiß ich nicht. Mal schauen. Aber ich wünsche euch bis dato erstmal noch einen schönen Tag. Und haltet die Ohren steif, ne? Bis dann. Tschüss.